und herzlich willkommen zur aktuellen Episode von Es werde Licht, humanistisch Fernsehen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Unser heutiges Thema lautet Homöopathie, Alternative oder Aberglaube. Die 1796 von Samuel Hahnemann vorgestellte Heilmethode erfreut sich auch heute noch größter Beliebtheit, was man unter anderem daran sehen kann, dass 2011 allein in Deutschland mit homöopathischen Arzneien ca. 400 Millionen Euro umgesetzt wurden. Doch wie soll die Homöopathie eigentlich genau funktionieren? Und gibt es für ihre Wirkung Nachweise oder wurde sie sogar schon längst widerlegt? Diese und weitere Fragen werde ich in der kommenden Stunde mit meinen Gästen diskutieren. Dazu begrüße ich jetzt bei mir im Studio Jörg Wibringer. Der Zoologe und Medizinjournalist ist wissenschaftlicher Projektmitarbeiter am Institut für evidenzbasierte Medizin und klinische Epidemiologie an der Donau-Universität Krems. Er schreibt unter anderem für dessen Online-Portal Medizin Transparent. Pavel Konechny ist Facharzt für Urologie in eigener Praxis und steht der Homöopathie kritisch gegenüber. Theodor Much. Der Dermatologe im Ruhestand war bis zu seiner Pensionierung Leiter der Hautambulanz im Hanusch-Krankenhaus Wien. Er veröffentlichte mehrere Bücher, unter anderem kritische Abhandlungen zur Alternativmedizin. Und last but not least Ulrich Berger ist unter anderem Vorstand des Instituts für analytische Volkswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien und Wissenschaftsratsmitglied der GWUP oder GWUP, Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Vielen Dank erstmal an alle, dass Sie zu mir in die Sendung gekommen sind. Ursprünglich wollten wir eigentlich auch mit Homöopathievertretern bzw. Befürwortern diskutieren. Doch leider ist es uns trotz intensivster Bemühungen nicht gelungen, einen Homöopathen für die Sendung zu gewinnen. Der Pressesprecher der EKH, der Ärztegesellschaft für klassische Homöopathie, lehnt jede Zusammenarbeit kategorisch ab. Und Homöopathen, die uns schon ihre Zusage erteilt hatten, zogen diese später wieder zurück. Aus diesem Grund werden wir die Homöopathie heute aus einem rein kritischen Blickwinkel betrachten. Und da beginne ich gleich mal bei Ihnen, Herr Much. Die erste Frage. Sie haben sich ja intensiv mit der sogenannten Alternativmedizin auseinandergesetzt. Können Sie unseren Zusehern vielleicht einmal die Grundlagen der Homöopathie erklären? Die Grundprinzipien. Naja, es ist sehr schwierig für jemanden, der sich da nicht wirklich auskennt, die Grundlagen der Homöopathie kurz zu erklären. Es ist viel einfacher zu sagen, was Homöopathie nicht ist, als zu sagen, was ist Homöopathie. Ich fange mal mit der Frage an, was ist sie nicht? Ja? Die Vertreter oder Befürworter der Homöopathie versuchen also ihre Medizin darzustellen als eine moderne, dynamische, junge Wissenschaft, die eigentlich im Gegensatz steht zur altmodischen, eher verkalkten Schulmedizin und behaupten auch, dass sie eigentlich auf moderne wissenschaftlichen Grundlagen eigentlich die Homöopathie betreiben und behaupten zumal noch, dass die Homöopathie ganzheitlich ist, naturverbunden und natürlich nebenwirkungsfrei, was alles nicht stimmt. Was sie ist, ist auch schwierig, ist nicht ganz einfach zu erklären. Man kann aber Folgendes sagen, es ist ein Konglomerat aus verschiedenen Dogmen, verschiedenen Ideen, die zum Teil also völlig irrational sind, darüber werden wir dann später reden, zum Teil eindeutig esoterisch, das heißt eng verbunden mit der Astrologie, zum Teil eng verbunden mit den religiösen Vorstellungen von Samuel Hahnemann, zum Teil verbunden mit magischen Vorstellungen. Man kann die Homöopathie eigentlich nur dann verstehen, wenn man das Weltbild von Samuel Hahnemann kennt, also eigentlich das Mittelalter, die mittelalterliche Medizin. Und dazu vielleicht ein paar Worte. Die Medizin im Mittelalter war eigentlich eine sehr schädliche Medizin. Also es gab eigentlich keine Hilfe bei ernsthaften Krankheiten und sie war darauf fixiert, auszuleiten, also Blut auszuleiten, künstliches Erbrechen und so weiter und so weiter. Also alles Therapien, die eigentlich den Patienten mehr geschadet als genützt haben. Aber was sind jetzt genau diese Grundprinzipien? Ich spiele natürlich auf diese zwei wichtigsten Grundprinzipien an. Gut, es gibt mehrere Grundprinzipien. Also das erste Grundprinzip ist das Simile-Prinzip.
Das bedeutet, dass Hahnemann der Meinung war, dass man bestimmte Symptome, wir sagen vielleicht Krankheiten, aber eigentlich Symptome, heilen kann mit Substanzen, die beim Gesunden ähnliche Symptome hervorrufen. Es stimmt nicht, es gibt in der ganzen Medizin nichts derartiges, aber das wird einmal behauptet. Zweitens die Idee vom Potenzieren. Und Potenzieren bedeutet im Prinzip nichts anderes als verdünnen und schütteln. Wenn ich zum Beispiel irgendeine Ursubstanz hernehme und sie dann in bestimmten Schritten 1 zu 10 und 1 zu 100 verdünne und immer zwischendurch schüttle und natürlich mit einem magischen Ritual 10 Mal zum Erdmittelpunkt hinschüttle, dann wird das ganze Zeug immer verdünnter und verdünnter und verdünnter. Homöopathen sagen dynamisierter und behaupten nun, und das ist eigentlich das Irrationale an dieser ganzen Angelegenheit, dass je stärker man verdünnt, ich sage jetzt bewusst verdünnt, je stärker man verdünnt, desto kräftiger werden die Wirkungen und auch mögliche Nebenwirkungen. Aha, also es gibt im Endeffekt diese zwei Prinzipien, das Simile-Prinzip und das Prinzip der Potenzierung. Ja. Sie haben auch das Wort Ursubstanz verwendet. Ja. Das ist die Substanz, die dann potenziert werden soll, nehme ich mal an. Da gibt es natürlich Tausende, wenn nicht Zehntausende Ursubstanzen. Gibt es eine Liste? Ist das irgendwie limitiert? Oder? Es ist nicht limitiert und es werden noch immer mehr. Aber es sind da zum Teil absurde Dinge dabei. Es sind Schwermetalle, die man potenziert aus Seen, Quecksilber und so weiter. Es sind Absurditäten wie Hundekot, Excrementum canis oder Mondstrahlen. Und es sind Pflanzen und diese Pflanzen. Also Mondstrahlen, wie potenziert man Mondstrahlen? Das müssen die Homöopathen fragen. Aber ich habe gehört, es gab da auch die Berliner Mauer. Berliner Mauer gab es auch. Aber wie gesagt, Hundekot, das kann man auch in Wien bekommen. Braucht man nur in eine homöopathische Apotheke im 12. Bezirk zu gehen, kriegt man Hundekot schön potenziert. Also wer das will, natürlich gerne. Ja. Und es werden Pflanzen, aber nicht nur irgendwelche Pflanzen, sondern Pflanzen, die eindeutig mit den antiken Göttern im Zusammenhang stehen, also mit dem Gott Mars, zum Beispiel Planeten Mars, also dessen Eigenschaften sie übernehmen im senkrechten Weltbild der Homöopathie und der Astrologie, oder Pflanzen, die mit dem Saturn oder mit Uranus zusammenhängen, das kann ich später dann noch genauer erklären. Also die verschiedensten Sachen quasi nach oben hin offen, bleiben wir aber vielleicht noch bei den Grundprinzipien der Potenzierung und dem Simile-Effekt. Herr Dr. Konechny, haben Sie irgendwann einmal vielleicht etwas erfahren, dass es in der medizinischen und naturwissenschaftlichen Forschung eben Hinweise gibt, dass an diesen Prinzipien irgendwas dran sein könnte? Simile-Prinzip oder es ist bis jetzt nicht gelungen, etwas nachzuweisen in dieser Hinsicht. Und es sind zum Beispiel diese Potenzierung ist dadurch entstanden, als Herr Hahnemann einmal von einem Ort zum anderen mit einem Karren gefahren ist, auf einer sehr schlechten Straße, und seine Fläschchen mit Homöopathika wurden ordentlich durchgeschüttelt. Und siehe da, nach dem Schütteln durch den Transport sind die Homöopathika stärker geworden. Die Wirkungen werden sind stärker zumindest geworden. Nach Legende. Ja. So steht es dann seinem Lebenslauf. Aber es gibt anscheinend keine wirklich verlässlichen wissenschaftlichen Abhandlungen, die das zweifelsfrei beweisen. Existiert nicht. Ich würde dazu was sagen, natürlich. Das ist ein China-Rinden-Experiment, das war ein bekanntes Experiment, mit dem man beweisen wollte, dass das wirklich funktioniert mit China-Rinde, ist ja kläglich gescheitert. Er hat ja kein Fieber damit erzeugen können. Er hat ja behauptet, dass man mit China-Rinde genauso wie mit Schnaps oder mit Pfeffer Fieber erzeugen kann. Und das ist auch x-mal überprüft worden. Es ist noch niemandem gelungen, das China-Rinden-Experiment irgendwie zu wiederholen bis zum heutigen Tag, obwohl die Homöopathen immer gerade mit diesem China-Rinden-Experiment hausieren gehen. Das ist sehr interessant. Also nicht einmal das kann man wiederholen, das Urexperiment. Ja. Herr Dr. Berger, wenn ich jetzt mir diese Potenzierung vor Augen führe, vielleicht können Sie unseren Zusehern das auch erklären, was das eigentlich bedeutet. Man kennt da verschiedene Zahlen, zum Beispiel die 10, die 20, die 6, die 1000. Was heißt das? Heißt das, es wird einfach tausendfach verdünnt oder was bedeutet das? Ja, viel mehr. Also es gibt zwei Arten der Potenzierung, der sogenannten. Das ist also zwei übliche Arten, es gibt noch andere auch. Das sind die D- und die C-Potenzen. D-Potenz heißt, dass ich in jedem Schritt 1 zu 10 verdünne.
und dann schüttle. Und D6 zum Beispiel heißt, dass ich 6-mal hintereinander je 1 zu 10 verdünnt habe, also 1 zu 1 Million insgesamt. Und die C-Potenzen, also 10 hoch 6 kann man auch sagen. Ja. C-Potenzen ist 1 zu 100 und insofern steigen die natürlich sehr viel stärker, viel schneller an in der Verdünnung. Das heißt, wenn Sie eine C-Potenz haben, C4, C5, da ist schon kaum mehr etwas drinnen. Und wenn Sie C12 erreichen, also 12 solche 1 zu 100 Verdünnungsschritte, dann haben Sie die Grenze erreicht, etwa wo kein Molekül mehr vorhanden ist, wo die gesamte Ursubstanz herausverdünnt wurde. Wie viele Nullen sind dann nach der 1 bei C12? 24. 24 Nullen, das heißt, gibt's da eine Zahl, wie das heißt? Man kann das in Worten ausdrücken, aber das weiß ich nicht einmal auswendig. Aber C24 ist ja nicht die stärkste Verdünnung. Nein, ja, es geht noch, also C12 wäre die Grenze und die Homöopathen verdünnen weit darüber hinaus. Also man kann C200 ohne weiteres besorgen in der Apotheke oder C1000. Wie viel von dieser Ursubstanz ist denn noch im... Ja, gar nichts. Also nichts. Nein. Man kann sich das so vorstellen, bei D20 zum Beispiel, als ob Sie eine Tablette Aspirin in die Hand nehmen und im Wasser des gesamten Atlantik auflösen. Zum Beispiel, Sie sind irgendwo in Frankreich, schmeißen eine Tablette Aspirin hinein und in Amerika nehmen Sie das Wasser und glauben da, dass da noch eine Wirksubstanz drin ist. Und noch abenteuerlicher wird es bei C30 zum Beispiel. Das ist so, wie als ob Sie ein Salzkorn in 10.000 Milliarden Galaxien auflösen würden. Das klingt interessant, sage ich jetzt mal. Da möchte ich Sie dann gleich einmal fragen, Herr Wipplinger, wenn man sich diese Verdünnungen vor Augen führt, wenn man sich das mal überlegt, dann merkt man ziemlich schnell, wie wir auch gehört haben, dass nicht einmal mehr ein Molekül, dass eigentlich nichts mehr, zumindest nichts Materielles mehr, wenn wir jetzt den homöopathischen Jargon hernehmen, drinnen ist, was ja die Homöopathen auch größtenteils nicht leugnen, die bestätigen das ja auch. Was ist dann das Argument der Homöopathie? Was wirkt dann eigentlich? Sie verwenden da sehr gerne den Begriff der Information. Ich wäre jetzt nur gern kurz unverschämt und würde gerne einen Schritt zurück machen, wenn es okay ist, bevor wir da zu viert oder fünft auf die Homöopathie einprügeln, weil ja heute kein Vertreter der Homöopathie da ist. Ich hoffe, dass wir dann auch noch dazu kommen, uns zu überlegen, wie wir da damit umgehen, wie wir Homöopathie bzw. das Bedürfnis danach ernst nehmen und was wir an Alternativen anbieten. Das ist bei einer Diskussion. Das habe ich vor, dass ich das dann auch noch einbringe. Wunderbar. Es ist nur, weil wir jetzt gerade angefangen haben, quasi schon von Grund auf, von den Grundprinzipien alles gleich niederzumachen. Und das kann ich mit ruhigerem Gewissen tun, wenn dann schon auch noch rauskommt, dass wir die ganze Geschichte doch ernst nehmen, weil es gibt einen großen Bedarf. Wir erklären das die Homöopathen. Sie verwenden teilweise den Begriff Information. Es ist nicht einheitlich, wie Sie es erklären. Es ist manchen ist es ganz egal, ob es da jetzt eine Erklärung dafür gibt oder nicht. Aber die Idee ist, dass es eine bestimmte Information gibt von der Ursubstanz. Die Ursubstanz gibt irgendwie die Information an das Wasser weiter. Und dann trinken die Homöopathen aber meistens kein Wasser, sondern sie nehmen Zuckerkügelchen. Das heißt, da muss es noch einmal einen Schritt geben, wie die Information vom Wasser auf die Zuckerkügelchen kommt. Und selbst wenn man das alles erklären könnte, hat man immer noch das Problem, dass man keine Ahnung hat, wie diese Information vom Zuckerkügelchen in den Körper kommen sollte. Also bei der normalen Physiologie, bei normalen Medikamenten gehen wir von Wirkmechanismen aus. Das heißt, wir wissen, da gibt es ein Molekül, das koppelt irgendwo an, das löst im Organismus irgendwas aus. Das alles ist uns bei der Homöopathie völlig schleierhaft. Da gibt es irgendeine Information, die über irgendwelche Mechanismen im Körper genau das Richtige auslösen sollten. Woher weiß man überhaupt, dass es die Information gibt, wenn wir nicht wissen, wie sie aussieht? Das weiß man alles nicht. Diese Denkmodelle, die da dahinter stehen, sind ja Denkmodelle, die zwar zutiefst menschlich sind, aber leider auch zutiefst irrational. Das ist magisches Denken. Das heißt, das Denken in der Homöopathie funktioniert wie das Denken im Harry Potter-Film. Und zwar tatsächlich 1:1. Da ist dieser Ähnlichkeitsgedanke, das ist etwas, das mag unser Gehirn. Wir mögen Analogieschlüsse. Das hat uns in unserem Überleben lange geholfen und funktioniert in vielen Situationen gut. Es funktioniert nicht dabei, Erkenntnisse zu gewinnen. Aber es ist etwas, was unser Gehirn einfach mag. Im Harry Potter-Film
ist der Zauberstab vom Harry Potter und der vom Bösewicht, die haben gleiche Bestandteile. Da haben wir auch diesen Ähnlichkeitsgedanken. Und Homöopathie funktioniert vom Gedanken her überhaupt nicht anders. Da hat man auch dieses Ähnlichkeitsprinzip, das wir gerne mögen, das unser Hirn leicht verdaut und das uns irgendwie schlüssig vorkommt, obwohl es keinen Grund gibt, es zu glauben. Es ist rational überhaupt nicht einsichtig, aber es ist emotional sehr leicht zu fassen. Ja, also so Geschichten wie Rotes wirkt auf das Blut, sowas übernimmt das Hirn ungeprüft. Ja, das gefällt uns. Oder solche Zusammenhänge werden sehr, sehr schnell konstruiert. Man hört dann auch immer wieder in Bezug auf diese Informationsübertragung, dass da irgendwelche Effekte aus der Quantenmechanik angeblich dafür verantwortlich sind. Ja. Ich sage nur, was ich gelesen habe. Ja, Quantenmechanik ist im Moment das Zauberwort, das langsam die Schwingungen ersetzt. Das ist ein Buzzword, das man halt verwendet. Wir haben von Quantenmechanik keine Ahnung, wir haben keine Ahnung, wie das funktioniert, also tun wir so, als würde es zusammenhängen. Und Seilinger hat sich schon dafür bedankt, dass man die Quantenmechanik missbraucht hat. Inwiefern hat er sich da bedankt? Er hat gesagt, man missbraucht eigentlich meine Erkenntnisse, hat er wortwörtlich gesagt. Ja. Und dann kommt noch das Wassergedächtnis ins Spiel, das es natürlich gar nicht gibt, das ist auch so ein Fantasieprodukt. Ne? Hm. Ja. Ja, das werden wir ja vielleicht auch noch vielleicht an unsere Zuseher in einer kommenden Sendung werden wir uns auch noch vielleicht mal mit dem Wasser befassen, wie zum Beispiel im Kranderwasser. Also bleiben Sie gespannt, vielleicht in der nächsten Staffel ist es soweit. Das werden wir uns dann auch anschauen. Ja, ich denke, das haben wir ganz gut abgehandelt. Bevor wir uns noch intensiver mit der Homöopathie und mit diversen Fragestellungen aus der Homöopathie oder über die Homöopathie auseinandersetzen, möchte ich Ihnen noch was zeigen. Unser Team war nämlich in Wien auf der Straße unterwegs und hat die Menschen befragt, was Homöopathie ist und wie sie glauben und ob sie glauben, dass sie funktioniert. Haben Sie schon einmal etwas von Homöopathie gehört? Ja. Ja, habe ich. Ich benutze selber nur homöopathische Sachen eigentlich, wegen meinen Eltern. Wir sind eigentlich gegen Antibiotika. Wissen Sie ungefähr, um was es dabei geht in der Homöopathie? Es ist eine alternative Medizin. Im Prinzip schon, nur glaube ich nicht ganz an die Wirkung. Es sind so Pflanzenstoffe, die in kleinen Dosen auf so Kügelchen, Zuckerkügelchen gegeben werden und die dann innerlich halt Krankheiten bekämpfen. Es gibt verschiedene Sachen eigentlich, bewirkt verschiedene Sachen auch, aber wie es genau funktioniert, das weiß ich gar nicht, nein, eigentlich nicht. Haben Sie es selbst schon einmal ausprobiert? Ich glaube, ich habe früher einmal Allergietabletten oder so Tropfen genommen, die homöopathisch waren. Ich verwende es auch, weiß nicht, für Kopf oder so, also es ist schon super. Eine Creme und Bachblüten zum Beispiel. Wenn ich lernen möchte und irgendwie einen klaren Kopf bekommen möchte, da gab es auch homöopathische Tropfen. Mit denen habe ich gute Erfahrungen gesammelt eigentlich. Aber ich glaube, man muss ein bisschen dran glauben auch. Wieso glauben Sie nicht an die Wirkung? Weil es irgendwie pervers ist, irgendwas so zu verdünnen, bis man es nicht mehr sieht und dann glauben, es wirkt großartig. Also ich glaube, das wirkt eher auf psychologischer Basis. Das wird ja auch von vielen Ärzten Homöopathie sehr stark kritisiert. Warum denkst du, wird das nicht anerkannt in der evidenzbasierten Medizin? Vielleicht, wenn man sich denkt, ja, Antibiotika sind stärker und funktionieren viel schneller und besser und die Wirkung ist vielleicht besser. Die glauben es halt einfach nicht, weil man es eben nicht beweisen kann. Ich denke mal, weil die Ärzte Konkurrenz befürchten. Die Pharmaindustrie wird nie sagen, dass Homöopathie gut ist. Das ist ganz klar, weil das ist gegen das Geschäft. Wieso glauben Sie, ist das so populär? Weil die Menschen gern was haben und das glauben können, sonst waren die Religionen auch nicht populär. Wir haben in diesem Beitrag jetzt gesehen, dass das Wissen über die Homöopathie zumindest bei den Befragten jetzt nicht allzu groß war. Das haben wir ja jetzt schon aufgeklärt und ich hoffe, wenn diese das dann sehen, dass sie jetzt besser informiert sind. Herr Konetzny, Homöopathen bzw. auch Patienten berufen sich ja immer, wie wir auch im Beitrag gesehen haben, auf die positiven Erfahrungen, die sie mit der Homöopathie gemacht haben. Wie kann man diese subjektiven, positiven Erfahrungen erklären, wenn es vielleicht gar nicht wirkt? Mit der Homöopathie kann man keine schweren Krankheiten behandeln. Damit, das steht fest. Wenn man das versucht,
bekommt der Patient große Probleme. Darüber werden wir sicherlich noch reden. Die positive Erfahrung ist die Beschäftigung des Homöopathen mit dem Patienten. Er geht auf seine Beschwerden ein. Die Erhebung der Vorgeschichte, der Anamnese, dauert oft eineinhalb Stunden. Der Patient fühlt sich verstanden. Im Gegensatz zu der Schulmedizin, da fühlt er sich wenig verstanden oder gar nicht verstanden. Die Schulmedizin oder die Kassenmedizin funktioniert auf dem Prinzip, es muss alles schnell gehen. Das muss man zugeben. Es ist so. Und dann wendet sich der Patient an den Homöopathen, der seine Befindlichkeit dann versteht und dann eventuell korrigieren kann. Es läuft aber alles auf der Placebo-Schiene. Und wir wissen aber, dass die Placebo-Wirkung eine sehr mächtige Wirkung sein kann. Damit beschäftigt sich heutzutage die Pharmakologie. Und es gibt erstaunliche Erkenntnisse über Placebo-Wirkung, über Beeinflussung des Immunsystems, die messbar sind. Ja, das muss man dazu sagen. Und der Patient, der in dem Homöopathen jemanden sieht, der ihn versteht, der verlässt ihn nicht und fühlt sich gut aufgehoben. Mhm. Herr Wipplinger, Sie haben ja auch, oder Herr Much, wollten Sie was sagen? Naja, zum Placebo. Erstens einmal, es gibt Studien, die zeigen, dass Placebo nicht nur bei Menschen wirken, sondern auch bei Tieren, sogar bei Kleinkindern übrigens auch. Ja, ja, es gibt ja dann das Argument aus der Homöopathie, besonders bei Befürwortern, dass das auch bei Kindern, Tieren, Pflanzen sogar... Na, Placebo wirkt bei Kleinkindern genauso wie bei Tieren, das steht außer Frage. Und da muss man auch unterscheiden, Placebo ist nicht gleich Placebo. Es hängt doch von der Form der Tabletten ab. Es ist so, dass kleine Tabletten besser als Placebo wirken als große und rote besser wirken als blaue und Injektionen natürlich besser wirken als Tabletten und Tabletten als Kapseln und so weiter. Da gibt es große Unterschiede, das heißt, es gibt bessere und weniger gute Placebo-Therapien. Und das meiste in der Alternativmedizin beruht eben auf dieser Placebo-Wirkung, besonders die Homöopathie. Herr Wipplinger, haben Sie auch noch was zum Placebo-Effekt zu sagen? Sie haben ein Video erstellt auf Ihrem Blog, die Wahrheit. Ich muss die Gelegenheit nutzen, ein bisschen Diskurs herzustellen. Ich bin anderer Meinung. Ich glaube nicht, dass der Placebo-Effekt hier die Hauptrolle spielt. Der Placebo-Effekt, alles, was die Herren gesagt haben, ist grundsätzlich richtig, aber wie Sie auch gesagt haben, man kann damit keine schweren Krankheiten heilen. Und ich glaube, dass es nicht das ist, was den Erfolg der Homöopathie ausmacht, sondern da gibt es andere Mechanismen. Und da gibt es eine nette Geschichte von der Veterinärmedizin. Da gibt es einen Professor, der nimmt seinen Erstsemestrigen die Angst, indem er zu den angehenden Tierärzten sagt, keine Angst, was immer Sie tun, im Normalfall werden Ihre Patienten trotz ihrer Behandlung wieder gesund. Und damit will er eigentlich den Tierärzten die Angst nehmen und erklärt aber ganz genau, warum jede Form von Charlatanerie und jede Form von Alternativmedizin immer auf Erfolgsgeschichten verweisen wird können. Die Leute werden einfach wieder gesund. Und wenn ich beim Homöopathen bin und ich habe ein Problem und ich werde irgendwann wieder gesund, zum Beispiel auch erst nach der Erstverschlechterung, über die wir vielleicht auch noch reden werden. Können wir vielleicht gleich, was ist die Erstverschlechterung? Vielleicht können Sie das beantworten. Es gibt einen Mythos in der Homöopathie, dass wenn man das richtige Mittel gefunden hat, dass dann oft die Symptome sich anfangs verschlimmern und dass diese Erstverschlimmerung ein Hinweis darauf ist, dass man jetzt das richtige Mittel hat und dass es jetzt wirken wird und sich in kurzer Zeit bessern wird. Es gibt Studien dazu, es gibt diesen Effekt der Erstverschlimmerung nicht. Zumindest gibt es ihn nicht öfter als in der Placebo-Gruppe. Das heißt, manchmal wird es schlimmer, nachdem man ein unwirksames Medikament genommen hat, manchmal auch nicht. Also das ist quasi auch so ein Effekt, das ist einfach über die Zeit, was Sie auch gemeint haben. Nein, Sie meinen eine Win-Win-Situation. Das heißt, wird es besser, weiß die Homöopathie, wird es schlechter, muss es so sein. Das heißt, es kann nie negativ das Ganze ausgehen, es geht immer positiv aus. Wie sagt man, das ist nicht falsifizierbar in der Wissenschaft? Kann man das so sagen? Wenn das eine eintritt, dann
ist es die Homöopathie und wenn der andere Fall eintritt, dann ist es auch ein Beweis für die Homöopathie. Das ist eine Win-Win-Situation. Es ist durchaus, man kann durchaus sagen, dass es kaum falsifizierbar ist in der alltäglichen Beobachtung. Wenn es besser wird, was die Homöopathie hat gewirkt, wenn es schlechter wird und danach besser, dann war es die Erstverschlimmerung. Wenn es gar nicht besser wird, hat man das falsche Mittel gewählt. Es gibt ja Tausende und nur eins ist das Richtige. Muss man weitersuchen. Oder der Patient hat es nicht richtig eingenommen. Das ist auch also ein Argument. Das ist auch eine Möglichkeit. Also es gibt immer Ausflüchte. Aber man muss, glaube ich, noch ergänzen zu dem, was der Herr Wibbliger gesagt hat. Es ist leider so, dass es sogar innerhalb der Medizin ist es nicht einheitlich definiert, was der Placebo-Effekt überhaupt ist, was man dazu zählt. Also in manchen Studien wird alles als Placebo-Effekt subsumiert. Mhm. Alle Reaktionen, Verbesserungen, die in der Placebo-Gruppe auftreten. Und dazu zählen dann auch alle diese statistischen Artefakte und wie diese Effekte, dass man von selbst gesund wird, etc. etc. Ich habe gehört, Sie haben in einem Vortrag, den wir übrigens auch aufgezeichnet haben, das ist Homöopathie mehr als ein Placebo, mitveranstaltet von gottlos.at, finden Sie ebenfalls auf unserem Blog. Auf diesem Vortrag, den ich mir angeschaut habe, haben Sie gesagt, es gibt auch sogenannte Kontexteffekte. Was haben Sie damit gemeint? Das heißt, dass eine scheinbare Wirkung erzielt wird durch den Kontext, in den diese Einnahme der Globuli eingebettet ist. Also da gehört dazu das Arzt-Patienten-Verhältnis, das Vertrauen, das dazu gehört, die Rituale, die dazugehören. Also diese ganze Umgebung, die hier... Also und je nachdem, wie man Placebo definiert, ist das jetzt Teil des Placebo-Effekts oder eben auch nicht, aber spielt auch eine Rolle, wenn ich das richtig verstehe. Alles klar. Herr Much, wie schaut das dann eigentlich aus? Kann Homöopathie überhaupt bei Kindern oder Tieren angewendet werden? Ist das legitim? Theoretisch ja, nur es ist keine Homöopathie. Wenn man zum Beispiel Homöopathie betreibt, ja, dann ist ja das A und O der Homöopathie, dass man nicht zu einem beliebigen Apotheker geht, sondern dass man zu einem Homöopathen geht und der wird mit Ihnen, so wie vorher gesagt wurde, eine Stunde oder auch zwei Stunden reden und Sie nach Symptomen fragen. Homöopathie ist ja eine Frage nach Symptomen. Das hat mit Ganzheitlichkeit nicht das Geringste zu tun. Es ist alles symptomorientiert. Und wenn man die Symptome genau befragt, das heißt, man muss fragen, die Modalitäten zum Beispiel, es gibt 12 Modalitäten, das sind die Umwelteinflüsse, ja, oder wie ist die Charakteristik der Schmerzen und so weiter und so weiter. Das heißt, man muss mit einem Patienten reden können, der ihnen auch vernünftige Antworten gibt. Mit Tieren oder mit Kleinkindern kann man nicht reden, da kann man eigentlich keine klassische Homöopathie bei Kindern oder bei Tieren betreiben. Also das, was als Homöopathie verkauft wird, hat mit Homöopathie überhaupt nichts zu tun. Zumal die meisten ja Komplexmittel einnehmen. Also Komplexmittel sind Homöopathika, wo verschiedene Ursubstanzen, also mehr als 2, 3 Ursubstanzen drinnen sind. Und das, sagen die klassischen Homöopathen, hat mit Homöopathie nichts zu tun. Aber ich würde sagen, mehr als 70-80% der Patienten, die in die Apotheke gehen und irgendwelche Homöopathika kaufen, bekommen das sowieso Komplexmittel. Das heißt, alle diese Heilungen, die eingebildeten Heilungen, haben überhaupt nichts mit der klassischen Homöopathie zu tun. Gibt es da vielleicht auch Mittel, wo ein normales Medikament oder ein pflanzliches Medikament mit einem Homöopathikum zusammen verkauft wird? Oder ist das eher ungewöhnlich? Das weiß ich nicht. Das ist mir unbekannt zumindest. Ja. Würde auch überhaupt keinen Sinn ergeben. Was da rauskommt, ist, dass es einfach die Homöopathie in dem Sinne auch nicht wirklich klar gibt. Was beinahe logisch ist, wenn ich ein System habe, das nicht funktioniert, dann muss es beliebig sein. Ja, das heißt, ich kann als Homöopath kann ich machen, was ich will. Ich werde immer die gleichen Wirkungen haben, weil es ja eh nicht wirkt. Und es ist von dem her auch schade, dass kein Homöopath da ist, weil den könnte man dann fragen, mit welchen Arten von Homöopathie er denn einverstanden ist. Mag er nur die klassische Homöopathie mit einem Mittel? Sind Komplexmittel noch okay? Wie mache ich in der Tierhomöopathie Anamnesen? Ist das noch okay? Ist das noch Homöopathie? Und bis hin zur Körbler, Homöopathie nach Körbler, wo ich gar kein Mittel mache, wo ich irgendwas auf das Mittel draufschreibe und so die Information in das Mittel geht, da steigen dann nämlich auch schon die meisten Homöopathen aus und sagen, na, das ist jetzt doch ein bisschen esoterisch. Und diese Grenze zu ziehen, wird für Homöopathen immer extrem schwierig sein, weil sie ja auch für die klassische Homöopathie keinen Wirknachweis haben. Das heißt, ich kann nie eine Grenze ziehen zu dem nächst Abstrusen. Wenn wir bei Wirknachweisen sind, ich bleibe gleich bei Ihnen,
Wie werden eigentlich Arzneimittel in der evidenzbasierten Medizin, auch Schulmedizin genannt, überprüft und zugelassen? Also das ist ein relativ, also ein sehr aufwendiger Prozess. Ich glaube, das zur Arzneizulassung wären Sie wahrscheinlich der kompetentere Ansprechpartner. Grundsätzlich geht es darum, wenn man die Wirkung von einem Mittel wissen will, dass man eben sehr methodisch saubere Studien, man kann unzählige Fehler machen bei Studien. Da hat man inzwischen sehr viel Erfahrung. Das heißt, man muss sich sehr viele Mühe geben, diese Fehler auszuschließen. Also man braucht überhaupt mal Studien. Das heißt, man braucht als erstes, man braucht Studien, wo man das Medikament vergleicht, entweder mit einem bestehenden Medikament, dessen Wirksamkeit bekannt ist, oder mit einem Placebo. Also einem wirkungslosen Mittel, das aber gleich ausschaut. So jetzt ganz vereinfacht gesagt. Wie lange dauert das denn ungefähr? Also wie lange kann das dauern? Es geht über Jahre im Grundsatz, weil es muss ein Wirkmodell geben, es muss Tierversuche geben. Es gibt dann diese Phase 1 bis 4 Geschichten und ich glaube nach Phase 3 wird es zugelassen, meines Wissens. Und das sind Studien mit wirklich, wirklich vielen, vielen Patienten. Also da kann ich nicht mit einer Studie kommen und sagen, ich habe das an 30 Leuten ausprobiert, wie das in der Homöopathie ist, bei Arzneimittelprüfungen oft genug passiert, sondern da werden wirklich große Vergleiche gemacht. Es ist sehr, sehr kostenintensiv, was wieder ein Problem ist hinsichtlich der normalen Pharmaindustrie. Aber schweifen wir ab. Aber es ist einfach extrem aufwendig. Und selbst wenn ich das habe und das Medikament ist zugelassen, dann ist der Prozess nicht beendet, sondern dann wird dieses Medikament weiterhin beobachtet und die Zahl der Studien wird irgendwann zusammengefasst in sogenannten Übersichtsarbeiten, die sich eben ganz viele Studien anschaut und dort damit die Aussagekraft der Studien quasi zusammenzählt und dann sagt, ja, okay, schaut so aus, wirkt und ich kann die Größe des Effekts ungefähr abschätzen. Wieso ist das so wichtig, dass man so komplizierte Studien macht, dass man das so eingehend prüft, bevor man ein Standardmedikament zulassen kann? Die Antwort ist sehr einfach. Wenn man ein Medikament nicht überprüft und es kommt dann zu schweren Nebenwirkungen, dann ist der Erzeuger natürlich dran. Aber vielleicht eine andere Bemerkung. Die Frage ist, muss man überhaupt Studien zur Homöopathie machen? Man kann ganz allgemein fragen, ist es wirklich notwendig, zu völlig irrationalen Behauptungen Studien zu machen? Wenn ich zu Ihnen komme, denen erzähle, ich kann fliegen, dann können Sie es mir glauben, um einen Heiligenschein umhängen. Oder Sie können sagen... Ich werde Sie Ihnen eher nicht glauben, ja, denke ich jetzt gut, mal. Gut, dann können Sie mir natürlich antworten, ich glaube, es Ihnen nicht verschwinde. Oder es gibt noch eine dritte Möglichkeit, Sie schicken mich zum James Randi nach Amerika, der 1 Million Euro Dollar ausgesetzt hat, wer gewisse Dinge, also esoterische Dinge, beweisen kann. Also wenn ich behaupte, ich kann fliegen, dann kann ich zum James Randi gehen und sofort sehr reich werden, nicht wahr? Also ich kann jeden Homöopathen auch zum James Randi. Das ist eine Perspektive. Das ist eine tolle Perspektive. Daher die Frage, braucht man für irrationale, esoterische Behauptungen wirklich Studien? Das ist einmal eine kritische Frage über die Esoterik. Warum? Das ist nämlich den meisten Homöopathen nicht einmal bewusst, wie sehr die Homöopathie mit der Astrologie zusammenhängt. Darüber werde ich später vielleicht noch, wenn ich Zeit habe, etwas sagen. Wir werden schauen, wie sich das zeitmäßig ausgeht. Aber es gibt noch eine Sache, die man unbedingt erwähnen muss, nämlich das Dilemma der Homöopathie. Es gibt eine logische Frage, die man jedem Homöopathen stellen müsste. Und zwar, das ist das Problem der Verunreinigungen. Wir wissen, also in all diesen, sowohl in den Grundsubstanzen, in den sogenannten Ursubstanzen, auch in den Lösungsmitteln Wasser, Alkohol, Zucker und so weiter, sind eine Menge Verunreinigungen drinnen. Für Hahnemann weiß klar, Wasser war Wasser und Aconitum war Aconitum und so weiter. Aber wir wissen, im Wasser sind eine ganze Menge Verunreinigungen drin, im Alkohol, in jeder Ursubstanz. Denken Sie an Hepasulfuricum zum Beispiel, das ist eine Austernschale. Da sind alle möglichen Schwermetalle drin. Und wenn jetzt das Dogma der Homöopathie stimmen würde, dass wenn man schüttelt und verdünnt, immer 10-mal zum Erdmittelpunkt und die Wirkung immer stärker wird, dann ist es ja nicht logisch, dass nur ein einziger Bestandteil mitpotenziert wird, aber die Verunreinigungen nicht. Ja? Das Problem der Homöopathen ist, sie wissen ja gar nicht, welche Verunreinigungen drinnen ist. Nehmen wir Hundekot. Welcher Homöopath kann mir die Zusammenstellung vom Hundekot sagen, aber er lässt es potenzieren, ohne zu wissen, was das im Prinzip bewirkt, wenn es wirklich so ist, dass das Potenzieren
also die Wirkung immer steigert. Nicht? Also jeder Patient, der eine Hochpotenz einnimmt, müsste eigentlich wegen dieser vielen Hochpotenzen auf der Stelle tot umfallen. Das tut er nicht und das ist ein Beweis dafür, dass ihm die Homöopathie Unsinn ist. Also wenn ein Patient tot umfällt, das müsste zumindest in den Studien, die es über die Homöopathie gibt, aufgefallen sein. Sie haben sich ja intensiv mit der Studienlage, zumindest der spärlichen, die es gibt, auseinandergesetzt. Wie sieht es da aus? Gibt es da einen objektiven wissenschaftlichen Beleg für die Wirksamkeit von homöopathischen Mitteln oder ist das Gegenteil herausgekommen? Ja, eher im Gegenteil. Also man muss bedenken, dass es die Studienlage ist gar nicht so spärlich. Es gibt relativ viele Studien. Mhm. Also die klinischen Studien zur Homöopathie gibt es ungefähr 200. Die man kennt, die irgendwann irgendwo veröffentlicht worden sind. Und wenn man sich die genau anschaut, und das ist mehrfach getan worden, dann stellt man fest, dass die von diesen Studien viele, erstaunlich viele, für den Laien zumindest erstaunlich viele, positiv im Sinne der Homöopathie ausgehen, also eine Wirkung zu zeigen scheinen. Es ist allerdings nicht überraschend, dass Studien positiv ausgehen. Also es gibt statistische Ausreißer und es gibt sogenannten Bias, also systematische Verzerrungen in den Studien. Und die führen dazu, dass relativ viele Studien auch bei unwirksamen Mitteln eine Wirkung zu zeigen scheinen. Man muss jetzt versuchen, diese Effekte herauszurechnen. Und das macht man, indem man sich anschaut, die Studien insgesamt. Wie schaut das aus? Es gibt methodisch schwächere und methodisch bessere und methodisch hervorragende Studien. Und wenn man die Qualität der Studie auftragt gegen die Wirkung der Homöopathie, stellt man fest, es gibt einen negativen Zusammenhang. Also je besser die Studie methodisch ausgeführt ist, desto geringer ist der Effekt. Und bei den besten Studien gibt es keinen Effekt. Wie kann so ein Bias eigentlich zustande kommen? Naja, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie das zustande kommen kann. Also man kann, wenn man eine schlechte Studie macht, indem man nicht oder falsch randomisiert, also die Kontrollgruppe und die Versuchsgruppe unterschiedlich zusammensetzt, kann das passieren. Oder wenn man nicht verblindet und dadurch den Placebo-Effekt wirken lässt, das heißt, dass die in der Versuchsgruppe, wenn sie wissen, dass sie das echte Medikament bekommen haben, durch ihre Erwartungshaltung einen Placebo-Effekt erzeugen und dann eine Wirkung scheinbar vorhanden ist, etc. Also es gibt da sehr viele Möglichkeiten und man weiß, dass das eben sehr kritisch ist, dass man es genau anschauen muss. Und nicht nur die Qualität der Studie, sondern auch die Größe der Studie ist sehr wichtig. Also je größer die Studie, je mehr Teilnehmer, desto präziser ist das Ergebnis, das man bekommt. Und wenn man sich das anschaut, wenn man die Studie in der Größe nach ordnet, sieht man auch, dass je größer die Studie im Schnitt, desto geringer der angebliche Effekt. Und wenn man dann die größten und besten Studien sich betrachtet, sich hernimmt und die anschaut, dann sieht man dort eben den Null-Effekt. Also dort gibt es, wie zu erwarten, natürlich auch keine Überlegenheit mehr von Homöopathika über Placebos. Das heißt im Endeffekt keine Wirkung. Keine Wirkung, was natürlich jetzt nicht weiter überraschend ist, weil man, wie gesagt, eine Methode hat, die sowieso von vornherein so extrem unplausibel ist aus naturwissenschaftlicher Sicht, dass alles andere wäre eine Riesenüberraschung. Aber man hat eben, wie auch das Team von Medizin Transparent festgestellt hat, eine mittlere Beweislage gegen eine Wirksamkeit, so rein aus den empirischen Daten, aus den Studien heraus. Ja. Wenn man diese mittlere Beweislage noch verknüpft mit der Unplausibilität der ganzen Geschichte, dann kann man mit gesundem Hausverstand sagen, das Zeug wirkt nicht. Also, mit gesundem Hausverstand kann man das sagen, aber Herr Wiblinger, Sie haben sich ja ebenfalls ein wenig mit der aktuellen Studienlage auseinandergesetzt. Ja. Und haben Sie dem noch etwas hinzuzufügen? nicht sehr viel. Es ist, ich finde es ganz nett, er hat angeknüpft an die Geschichte, mit dem vorhin gemeint, es ist extrem schwierig, eine Studie methodisch sauber zu machen. Und weil das so schwierig ist, nicht verblüffend, dass sehr, sehr viele Studien einen positiven Effekt haben, weil sie meistens auch von Leuten durchgeführt waren,
die ja Interesse daran haben, dass das positiv ausschaut. Wenn man sich die Studien anschaut, selbst die systematischen Übersichtsarbeiten, die wir uns meistens anschauen, sind meistens von Leuten gemacht, die Interesse daran haben, dass Homöopathie wirkt. Und trotzdem kommen die meisten zu dem Schluss, dass die Beweislage nicht ausreicht. Das heißt, es gibt Studien, die zeigen kleine Effekte, die zeigen teilweise keine Effekte, aber in Summe ist es immer so, dass man sagen muss, okay, die Studie ist so schlecht oder die Datenlage ist in Summe so schlecht, dass wir keine Wirkung haben. Und da ist man sich sehr, sehr einig. Und es ist auch so, dass zum Beispiel ein englischer Bericht im Unterhaus zu dem Ergebnis kommt, okay, die Frage ist beantwortet, wir können uns weitere Forschung schenken, lasst es gut sein, das ist erledigt. Ja, wir wissen jetzt, dass das nicht wirkt, wir wollen es auch nicht mehr weiter finanzieren. In anderen Ländern kommt man zu anderen Ergebnissen, aber die Engländer waren da relativ eindeutig. In Großbritannien wird die Homöopathie von der Krankenkasse bezahlt oder ist bezahlt worden? Ist das jetzt schon Ich weiß jetzt nicht, ob es vom Tisch ist, ich weiß nur, wie die Empfehlung der entsprechenden Kommission ist, die eben ganz klar schreiben, dass es erledigt ist, dass diese Frage einfach ausreichend geklärt ist. Wenn wir sehen, wie die Homöopathie-Lobby darauf reagieren wird. Es wird dir wahrscheinlich ziemlich egal sein. Alles klar, Herr Much, wieso muss man nicht jedes einzelne Homöopathikum in Österreich lassen, sozusagen? Das kann der Professor Berger viel besser beantworten. Oder Herr Professor Berger, wenn Sie das wissen. Naja, so, ich bin nicht der Experte für die genaue gesetzliche Lage, aber soviel ich weiß, ein Zulassungsverfahren, ein übliches, wird nicht benötigt, sondern sie müssen nur registriert werden. Und dazu reicht es quasi aus, wenn das lange in Verwendung war und wenn die Homöopathen sich intern einig sind, dass es ein gutes Mittel ist. Ja, aber wenn das teilweise so stark wirkt, bitteschön. Die Homöopathiker sind nämlich aus dem Arzneimittelgesetz explizit herausgenommen. In Deutschland, in Österreich, es wird wahrscheinlich in der Schweiz dasselbe sein. Da gibt es irgendeine offizielle Begründung, wieso das so ist? Es sind keine klinischen Prüfungen notwendig. Die könnten genauso gut im Supermarkt verkauft werden. Das ist ja viel vernünftiger, als in den Apotheken zu verkaufen. Ne? Ganz einfach, es hat ja keine Nebenwirkungen, theoretisch zumindest. Ja. Also ist sich der Gesetzgeber da vielleicht auch im Klaren, dass es nicht wirkt und deswegen muss man es nicht... Nein, ich glaube, die Leute sind schlecht informiert. Es gibt eine sehr starke Fraktion, die Homöopathie unterstützt und die infiltriert nicht nur die Politik, die infiltriert die Ärztekammer. Die Ärztekammer bietet ja auch Diplome an in verschiedenen Hokuspokus-Methoden und sogar das geht bis auf die Unis. Das weiß auch der Professor Berger sehr viel besser als ich. Es gibt verschiedene Unis, die eben sowas anbieten. Und das ist eben der Hintergrund ist die starke PR-Arbeit, die starke Lobby, die dahinter steckt. Und das geschieht nicht aus Nächstenliebe und weil sie nichts daran verdienen. Es ist eine Pharmaindustrie, genauso wie die Pharmaindustrie, die von ihnen immer wieder verhöhnt wird. Das ist genau gewinnorientiert und hat mit Nächstenliebe oder mit Menschenliebe überhaupt nichts zu tun. Also da geht es größtenteils um Geld, natürlich. Kann man sagen. Die Carstens-Stiftung in Deutschland hat ein Budget pro Jahr, 1,5 Millionen Euro. Und die versprechen den Universitäten, die Lehrgänge für Homöopathie anbieten, eine finanzielle Unterstützung. Zwar auf die Pharmaindustrie geht man los, auf die Ärzteschaft geht man auch los. Sie sind alle korrupt, korrumpierbar. Da passiert aber dasselbe. Und es... Die PR-Arbeit der Homöopathie, also der Homöopathie-Lobby, ist hervorragend. Ja. Und auf Kritiker wird gnadenlos dann eingeschlagen. Über das Internet, es gibt verschiedene Mechanismen, mit denen man die Leute dann bloßstellen kann. Darüber hat zum Beispiel der Professor Ernst in England schon eingehend berichtet. Also es gibt eine Lobby, es wird unterstützt auf den Unis, die Homöopathie. Das ist die Bereitschaft, auch da bei den Menschen dran zu glauben. Warum? Es gibt Umfragen zum Aberglauben zum Beispiel. Ja, das hat jetzt mit Homöopathie nur indirekt zu tun. Alsbach-Institut und so weiter. Und es zeigt sich, dass in Deutschland zum Beispiel fast 50% an den vierblättrigen Klee glauben. Und alle diese Dinge, ja, an die Astrologie, dass die Astrologie eine ernsthafte Wissenschaft ist, behaupten ungefähr 50%, ja. Das heißt, wir haben einen weit verbreiteten Aberglauben im 21. Jahrhundert immer noch. Das ist einmal die eine Seite und dann die menschliche Natur, die zum Wunschdenken neigt und das gilt auch für Ärzte.
Ich glaube, viele Ärzte, die das vertreten, die das verkaufen, anbieten, glauben daran, einfach weil sie dem Wunschdenken verfallen sind. Mir ist das auch passiert, wie ich mich am Anfang damit beschäftigt habe. Aber ich war nicht kritisch genug, auch bin ich auch dem Wunschdenken verfallen und habe damals mit Homöopathen zusammengearbeitet, bin selber zu Homöopathen gegangen und habe die wunderlichsten Dinge damit der Zeit erlebt. Also, darüber kann ich auch berichten. Und ich glaube, das ist einfach der Background, das ist die menschliche Natur, die gerne derartige Dinge gerne glaubt. Jetzt haben wir die menschliche Natur, Herr Wipplinger, und jeder hat in Österreich zumindest die Freiheit zu glauben, was er will. Wieso, was stört Sie an der Homöopathie? Also grundsätzlich ist es gut, außer, und ich käme, nicht wirkt. Ich glaube, es käme auch niemand auf die Idee, Homöopathie verbieten zu wollen. Schön wäre es einfach, wenn der Grad des Wissens so hoch wäre, dass niemand auf die Idee käme, etwas Wirkungsloses zu nehmen. Was stört? Also das ist in Österreich die Situation ein bisschen speziell. Es ist in Österreich so, dass ja die Ärzte quasi das Monopol drauf haben, tatsächlich Kranke behandeln zu dürfen. Und somit sind sie auch die Einzigen, die Homöopathie an Kranken machen dürfen. Ist in Deutschland anders, aber verwenden auch Heilpraktiker Homöopathie. Es hat Vor- und Nachteile. Der große Nachteil ist, dass Homöopathie bei uns einfach einen Stellenwert hat, den sie nicht haben sollte. Sie wird eben an Universitäten unterrichtet, es gibt ein Diplom von der Ärztekammer. Kein Wunder, dass die Mehrheit der Leute glaubt, dass das ganz normale Medizin ist, oder sehr viele glauben auch, dass es Naturheilkunde ist, mit dem es absolut nichts zu tun hat. Wie wir beide gesehen haben. Genau, ja. Und in der Apotheke wird es verkauft. Und ganz ehrlich, wenn ich als Patient irgendwo hingehe und mein Arzt gibt es mir und mein Apotheker gibt es mir, dann komme ich auch nicht auf die Idee nachzufragen, ob das etwas Rationales ist oder nicht. Ja. Also das ist, von dem her ist die Verbreitung hoch. Und da kommen ganz viele Nachteile mit sich. Zum Beispiel müssen Pharmakologen in der Ausbildung Homöopathie lernen, womit man die Studenten, also einfach abgesehen davon, dass man ihre Zeit verplempert, erzieht man sie zu Aberglauben, zu unkritischer Übernahme von uralten Dingen, die man eigentlich wirklich gedacht hätte, wir hätten sie hinter uns. Und wir behandeln Leute mit unwirksamen Dingen. Also eigentlich, Nummer eins, eine sehr problematische Situation für die österreichische Demokratie, wo die Bürger ja eigentlich mündig sein müssten, wenn sie da mit Falschinformationen überhäuft werden. Ja, wobei da jetzt zum mündigen Bürger, aber ich glaube, es ist auch unser Job, also sowohl als Journalisten oder auch als Wissenschaftler, da einfach möglichst gut zu informieren und den Leuten zum Beispiel einfach mal sagen, was es ist. Ja. Ich muss ja jetzt nicht auf die Homöopathie einhauen, sondern einfach mal erklären, wie sie das am Anfang macht und zu sagen, was es alles nicht ist, und auf der anderen Seite dann auch hergehen und sagen, was kann ich denn alternativ bieten? Das ist natürlich auch ein Sinn dieser Sendung, dass wir die Leute informieren. Herr Konecny, ich sage jetzt mal das Stichwort, wer heilt, hat recht. Wo sehen Sie die Problematik an der Homöopathie aus medizinischer Sicht vielleicht? Über die Homöopathie kann man sich lustig machen, man kann sie verhöhnen, verspotten. Aber der Spaß hört dort auf, wo sich die Homöopathen an wirklich gefährliche Krankheiten wie Krebs zum Beispiel heranmachen. Aus meinem Freundeskreis kenne ich einen Fall, wo eine Homöopathie-Anhängerin einmal eine Blutung aus dem Mastdarm gehabt hat. Hat von einer befreundeten Homöopathin ein Homöopathikum bekommen. Es ist nicht besser geworden. Sie hat von einer schulmedizinisch geschulten Ärztin vorgeschlagene Kolonoskopie, Dickdarmspiegelung, abgelehnt und hat sich nach wie vor mit dem Homöopathikum behandeln lassen. Das Ergebnis war ein durch die Mastdarmwand durchwachsendes Karzinom, Mastdarmkrebs mit Diagnoseverzögerung von mindestens 3 Monaten. Ist dann nach 4 Jahren gestorben. Na, furchtbar. Ja? Und das war das zum Beispiel, was ich selbst miterlebt habe. Es gibt genug publizierte Fälle, wo eben diese Krebsbehandlungen verzögert wurden durch Homöopathikagabe. Wenn man sich nämlich die Symptomatik und zum Beispiel das Werk Materia Medica
Das, was ist das für ein Werk? Für das war Anfang des 20. Jahrhunderts ist es hergestellt worden, ist von einem amerikanischen Homöopathen. Und der listet die Symptome auf und dazu dann entsprechende Homöopathika, ganz grob gesagt. Und da sieht man schon Symptome, die bei einem Schulmediziner die Haare Berge stehen lassen. Zum Beispiel diese Blutung aus dem Mastdarm wird mit einem Medikament XY behandelt. Es gibt aber kein Vorgehen zur Diagnostik. Da wird zwar befragt, aber die Befragung... Nur soll der Patient selber wissen, was er hat. An der Sache völlig vorbei. Und der Patient, der wirklich ein Vertrauen zu dem Homöopathen hat, der ist wirklich arm dran. Dazu noch etwas, es ist wirklich noch viel schlimmer, weil Homöopathen fordern nicht nur Homöopathie, sondern das ist eine Art, sie behaupten Ganzheitlichkeit. Ich nenne das Therapie und Diagnose Beliebigkeit. Ich habe das selber erlebt, ich war damals, wie ich noch daran geglaubt habe, bei einem sehr berühmten Homöopathen, ein Internist an und für sich. Und das Erste, was er getan hat, er hat mich mit der Iris-Diagnostik eingesetzt. Die Iris-Diagnostik ist ein vollkommener Schwachsinn, das wissen wir. Wird trotzdem von Homöopathen verwendet oder Kinesiologie und so weiter. Also wenn Sie damals vielleicht eine schwere Krankheit gehabt hätten? Nein, es war keine schwere Krankheit, das ist völlig egal. Das Problem ist, dass Homöopathen ja nicht nur Homöopathie verwenden, sondern dass sie alles Mögliche gleichzeitig machen. Und viele von ihnen sind ja auch Impfgegner. Und da wird es langsam kriminell. Also wenn man, das habe ich selber bei meinen eigenen Turnusärzten erlebt, die Homöopathen auch waren, die ihre eigenen Kinder nicht einmal gegen Kinderlähmung geimpft haben. Ja? Also und diese Beliebigkeit, Therapiebeliebigkeit und Diagnosebeliebigkeit, dass man eben Diagnosen einsetzt, die vollkommen absurd sind und obsolet sind, das macht ja eigentlich die Homöopathie aus. Und das ist ein großes Problem, das vielen gar nicht bewusst ist. Ich glaube, wir kommen jetzt schon zur letzten Frage. Wir sind schon fast am Ende unserer Sendung. Ich beginne mal bei Ihnen, Herr Wipplinger. Wie lässt sich Ihrer Meinung nach die große Beliebtheit der Homöopathie erklären? Liegt das auch an Versäumnissen der evidenzbasierten Medizin, der Schulmedizin sozusagen, worauf Sie eingehen wollten? Können wir da was ändern? Ich denke schon, dass man einiges ändern kann. Das eine ist ein Problem, das mit der Medizin als Wissenschaft überhaupt nichts zu tun hat. Das geht einfach im Gesundheitssystem. Welche Leistung zahlen wir Ärzten und welche zahlen wir nicht? Zahlen wir ihnen die Leistung, dass sie sich Zeit nehmen und mit den Leuten reden, die das Bedürfnis danach haben? Es gibt immer noch genug die Patienten, die gern zum Arzt gehen, um ein Mittel zu holen. Ja, die wollen nicht reden. Aber das ist einfach eine Geschichte, wo jetzt mit der Medizin per se nichts zu tun hat, sondern im Gesundheitssystem. Welche Leistung bezahlen wir? Zahlen wir dem Arzt das, dass er beratet und sich Zeit nimmt? Dann können wir diese Leistung anbieten, ohne ihnen irgendwelche Märchen von irgendwelchen Potenzierungen erzählen zu müssen. Was kann man noch tun? Es ist extrem schwierig für Menschen, die gesundheitliche Probleme haben und auch vor allem extrem schwierig für den Behandler, für den Arzt, einfach nichts zu tun. Es steht ein Arzt fast nicht durch und eine Mutter, die ein leidendes Kind hat, wird's noch, oder auch ein Vater, wird es noch weniger durchstehen, dem Kind einfach nichts zu geben. Und ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum viele alternative Methoden beliebt sind. Sie versetzen die Patienten in die Lage, handlungsfähig zu sein. Ich kann was tun. Mein Kind schreit, es hat Schmerzen. Ich gebe ein Mittel. Ich glaube an dieses Mittel. Ich kann was tun. Und wenn ich da einfach sage, naja, lass da eine Woche Zeit, ja, dann würde ich von den Patienten keine gute Reaktion kriegen. Herr Konecny, wie gehen Sie damit um, wenn man nichts tun kann oder wenn das einfach Zeit braucht? Geben Sie dann den Patienten auch irgendein Mittel oder sind Ihre Patienten... Keineswegs Homöopathiker, aber es ist richtig. Man hat oft nicht die Nerven. Ja? Und ich versuche, mit den Patienten zu reden, wo ich eine Behandlung für sinnlos halte. Und ich hoffe, dass es mir meistens gelingt. Vielleicht gehen sie dann woanders hin. Ja, aber denke ich mir, dass man sich die Zeit nehmen muss und dass man dort einschreitet, wo es notwendig ist. Weil es stehen zwei Systeme gegeneinander. Ein System, das klare, einfache Antworten liefert, besteht aus Dogmen, die sich wunderbar dann repräsentieren lassen. Und dazu die Schulmedizin
Übrigens, der Begriff Schulmedizin hat ein Homöopath eingeführt. Und diese Schulmedizin ändert sich ständig. Diese Schulmedizin kann man jederzeit hinterfragen. Sie ist kompliziert. Man muss sich ständig fortbilden, um sich orientieren zu können. Und die Antworten sind nie absolut klar oder sehr häufig nicht absolut klar und nicht einfach. Also vielleicht müssen wir uns einfach damit abfinden, dass wir nicht auf alles sofort eine Antwort haben können. So ist es. Das ist, denke ich mal, auch ein gutes Schlusswort. Wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Die Aufzeichnung eines ausführlicheren Vortrags, wo auch der Herr Dr. Berger und der Herr Dr. Much zu sehen sind, finden Sie in unserer Mediathek. Der Titel lautet Homöopathie mehr als ein Placebo und wurde unter anderem von gottlos.at veranstaltet. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen fürs Kommen und ich bedanke mich ebenfalls bei Ihnen, unseren Zusehern und Fans, fürs Zusehen. Und ganz besonders möchte ich mich bei unserem Team bedanken, das jede Sendung überhaupt möglich macht, im Speziellen bei unserem Kameramann Andreas, der jetzt Wien verlassen wird und deswegen leider nicht mehr bei uns mitmachen kann. Danke, ganz lieb, dass du uns so unterstützt hast. Und damit gehen wir in die Sommerpause. Das ist die letzte Episode vor der Sommerpause. Ich hoffe, wir sehen uns im Oktober wieder, wenn es wieder heißt, es werde Licht. Thank you.